Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich bin ein bisschen groggy, weil ja, wir haben aktuell, wo ich jetzt dieses Video hier drehe, Sonntag, den glaube ich 11. Januar. Ja, und ihr seht das wahrscheinlich ein paar Tage später, ein, zwei Tage später. Ich hatte eben, was heißt eben, heute Morgen ein Tischtennisspiel, unser erstes Spiel der Rückrunde. Und ja, da ging es ganz schön hoch her. Also ja, ich habe aber ein Einzel gewonnen und habe mich auch angestrengt und es lief verhältnismäßig ganz gut. Ich dachte erst, oh, das wird ein harter Brocken. Ich spiele ja in der Männermannschaft bei den Herren mit. Musste auch gegen einen Herren spielen. Da war zwar in der gegnerischen Mannschaft auch eine Dame, aber ich habe es geschafft. Ich habe den Herrn besiegt. Jawohl. Insgesamt haben wir leider verloren, aber wir hatten Spaß und das zählt ja auch, dass man beim Sport Spaß hat. Ich habe mir jetzt hier so eine Chai Latte Geschmacksrichtung Schokolade zubereitet. Noch ganz schön heiß und irgendwie ist mir auch noch relativ warm jetzt. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 3:30. Es schneit draußen, es ist total dunkel. Gestern hatten wir 12 Grad plus, jetzt haben wir nur noch 2 Grad, also die Temperaturen, ne? Aber ich habe jetzt Lust für euch ein Video zu drehen. Ihr seht, ich bin noch nackig im Gesicht. Ich hatte heute Morgen, ja, beim Tischtennis schminke ich mich eigentlich generell nicht, weil da schwitze ich ja dann doch schon mal, auch wenn ich nicht so schnell schwitze. Ich bin ein bisschen ins Schwitzen gekommen und ja, dann fühle ich mich wohler ohne Make-up. Deshalb, ich glänze auch ein bisschen, ihr seht's. Ja, es geht hauptsächlich, Schwerpunkt ist die Kosmetik, die mir Natalie in mein Weihnachtspäckchen gepackt hat, die sie mir geschenkt hat. Sie hat mir ja ganz schön viel geschenkt. Aber Hauptthema soll heute sein, diese wunderschöne Palette vom Make-up Revolution. Das ist die oh Gott. Redemption Palette Hot Smoked, so geschrieben. Da gibt es ja mehrere Paletten. Ich habe noch nie bei Make-up Revolution bestellt. Ist jetzt meine allererste und ich sehe gerade, die ist, ich habe die noch nicht benutzt, noch nicht geswatcht, die ist noch zugeklebt. Ich hoffe, ich kriege die jetzt so auf. Ja, und dann hat sie mir auch noch vom Benefit so eine tolle Lidschattenpalette geschenkt. So, hier ist der Aufkleber. Ja, ich habe, wie gesagt, da kommen bestimmt irgendwann kommt dann auch noch mal ein Video über die Benefit-Sachen. Jetzt, ja, geht es hauptsächlich über diese wunderschöne Palette und sie beinhaltet, ich mache jetzt mal den Deckel erstmalig auf. Genau. Hier haben wir erstmal einen doppelseitigen Schwämmchen-Applikator und dann 12, ich glaube 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 12 wunderschöne Farben. So, ich zeige die euch jetzt erstmal. Also schöne helle Farben, die sind, glaube ich, ja, die ersten zwei sind matt und man sieht schon hier dieses Braun schimmert. Dann haben wir hier, glaube ich, wieder zwei matte, dunklere Farben. Hier wieder zwei wunderschöne schimmrige, so ein Bronze, so ein Lila-Ton. Hier so ein Hammerblau, ein schimmriges Grün. Nochmal so ein Braun-Taubton und hier nochmal so ein Rosenholz. Ist das, glaube ich, ne? Ja, und nochmal so ein Lila. Wie gesagt, ich kann ja mal einmal gucken, wie gut die Pigmentierung ist. Und zwar, ich gehe jetzt einfach mal in die. Ja, komm, ich gehe jetzt mal in das Blau. Ich glaube zwar nicht, dass ich dieses heute verwende für mein Augen. Ach, du ahnst es nicht. Für mein Make-up, aber ja, das schimmert so ein bisschen, seht ihr? Ist ganz gut pigmentiert. Schaut mal. Dann gehe ich jetzt mal hier in das schimmrige Lila. Jo, auch das scheint sehr gut pigmentiert zu sein. Moment. Oh ja. Schöne Farben und dann gehe ich jetzt mal einfach in einen matten Ton und zwar in diesen dunklen. Das ist, glaube ich, kein Schwarz, aber oh, so ein dunkel-dunkelbraun, oder? Ja, ich würde sagen, fast ein Schwarz, so ein graubraun. Okay, ihr seht, die sind sehr gut pigmentiert. Ja, und dann habe ich noch weitere Produkte, die mir Nathalie geschenkt hat von Make-up Revolution. Ein Kiko-Lippenstift ist dabei, den hat sie mir geschenkt. So ein Highlighter-Stift. Ich gucke mal, ob ich heute alles verwenden werde. Ich habe mir hier so ein Körbchen vorbereitet. Da befinden sich jetzt die Sachen drin. Ich habe hier so Feuchttücher. Mal gucken. Ja, geht noch ganz gut ab. Okay. Ja, also ich werde einiges verwenden. Da sind auch ein paar Sachen dabei. Das kennt ihr noch nicht. Ich habe nämlich eine ganz neue BB-Cream. Und ja. Ich bin gespannt
Und noch so eine getönte Augencreme habe ich ganz neu. Ja, also das wird ein längeres Video. Ich nehme euch mit. Ich babbel dabei. Ich denke, viele von euch mögen das, wenn ich dabei rede. Natürlich schneide ich auch. Ihr kennt das. Ich kann am besten dieses Auge hier über Kamera-Display am besten schminken. Das andere schminke ich dann immer für mich. Aber ich nehme euch Schritt für Schritt jetzt mit. Okay, ich hoffe, ich habe alles. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Also, ja. Und ich hoffe, das Endergebnis wird dann einigermaßen gut sein. Ich fange jetzt mal an. Womit fange ich an? Mit einem Primer. Den habe ich euch, glaube ich, gezeigt im letzten Haul-Video. Das ist von P2 diese neue LE, die aktuelle Light. Genau, und da gibt es ja diese beige Tube und hier steht drauf Base and Primer. Das ist eine Grundierung. Ich glaube, die habe ich euch nämlich nicht vorgestellt in dem Video. Hier steht drauf, die Grundierung verschmilzt sanft mit der Haut und verleiht ihr optisch ein mattes, ebenmäßiges Finish. Die zarte Textur passt sich perfekt dem Hautton an und lässt sich angenehm und leicht verblenden. Kleinere Hautunebenheiten, Linien und Fältchen werden zusätzlich optisch kaschiert. Kann alleine oder als Vorbereitung für das Make-up aufgetragen werden. Ja, ich denke mal, hier sind bestimmt Silikone drin. Wir probieren es jetzt mal aus. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Konsistenz, Moment, mache ich das? Ja, komm. Das trage ich mir eigentlich immer mit meinen Fingern auf. Da ist kein Glitzer oder so drin. Soll ja auch ein mattes Finish bringen. Ich trage mir das jetzt mal hier, erstmal hier oben auf der Stirn auf. Ich hoffe, ihr... Oh ja, man fühlt das schon. Also das fühlt sich ganz glatt an und so seidig. Hier sind bestimmt ein paar Silikone drin. Naja, schauen wir mal, ne? Okay. Ja, hier so meine Nasenpartie. Hier gebe ich mir jetzt mal den Rest hin. Ich habe hier auch wieder meinen Schminkspiegel. Da gucke ich jetzt mal so rein. Okay, also ich sehe schon deutlich, die Haut sieht irgendwie schon anders aus, ne? Ich glaube, ich glänze auch schon gar nicht mehr so. Ich nehme mir noch mal so ein bisschen, einen kleinen Nöppel. Hier so im Wangen- und Kinnbereich. Und ich glaube, das reicht schon. Also es lässt sich, finde ich, jetzt vom Gefühl her gut verteilen. Es fühlt sich jetzt so glatt an, so ebenmäßig. Naja, gerade hier an der Nase habe ich ja doch auch so ein paar vergrößerte Poren. Okay. Ja. Ich finde, ich glänze nicht mehr so. Ich gebe mir das jetzt mal nicht über die Augen, sondern nur halt hier so ein bisschen unten drunter. Und nehme mir jetzt nochmal ein sauberes, feuchtes Tuch und mache mir die Fingerkäse sauber. Also lässt sich gut verteilen. Jo. Ich dachte mir, ich benutze jetzt mal, ich habe früher nie oft, also selten einen Primer benutzt. Aber ich werde es auch nicht so häufig machen. Aber ich dachte mir, ich will mal einfach gucken, wie das Ergebnis ist. Ne? So, okay, ihr Lieben, jetzt kommt die neue BB Cream. Die habe ich mir bei Amazon bestellt. Das ist nämlich eine von The Body Shop. Ha. In dieser schönen silbernen metallischen Tube. Hier steht drauf All-in-One BB Cream. Und da gab es, glaube ich, hell und dunkel. Beziehungsweise ich habe hier die Farbnuance 00. Also das ist der hellste Ton. Ja, hier steht einfach nur All-in-One BB Cream Nuance 00. Habe ich auch noch nicht lange bei mir. 25 Milliliter. Wenn ich den Preis finde, blende ich ihn euch ein. Es war... Naja, ich weiß gar nicht mehr. Es ging. Okay, die ist noch versiegelt. Ihr seht, alles frische Produkte. So. Genau, also ich habe mir gedacht, ich trage jetzt erst die BB-Cream auf, auch mit meinen Fingern. Ich bin gespannt. Ich gebe mir mal ein bisschen auf den Handrücken. Ist eher flüssig, schaut mal. Also jetzt nicht richtig flüssig, aber hier sind so ganz... Seht ihr das? So dunkle Punkte drin. Und das sind diese Pigmente, die jetzt beim Auftragen, denke ich mal, aufplatzen werden. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie das ist. Moment. Mit der Dosierung. Aber, okay, ich sehe hier schon im Spiegel, es tut sich was. Vom Geruch her ist sie ganz angenehm. Ich mag ja diese Body Shop Produkte, aber... So rein kosmetische Sachen habe ich da gar nicht. Deshalb, ich hatte die gesehen durch Zufall bei Amazon und dachte mir, ach ja, probier's doch mal aus, Nadine. Ich gehe jetzt mal durch, mach die Augen zu und pack mir das auch mal hier über meine Augen. So. Aber ich finde es irgendwie schön. So, ein bisschen habe ich noch auf dem Handrücken.
Das verteile ich mir hier mal ein bisschen unters Kinn. Und dann gucken wir gleich mal. Ich glänze auch noch ein bisschen, ne? Aber im Ganzen fühlt sich das richtig schön glatt an. Also ich denke, der Primer, ja, der macht schon viel. Hier ist schön auf der Nase. Ja. So. Es brennt auch nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann oder sagen muss, oh, das brennt mir jetzt aber an den Augen. Nee. Na, ihr seht, durch mein Wimpernserum, das habe ich ja, ich habe jetzt mein erstes Infovideo hochgeladen. Also wie der Stand der Dinge ist bei mir, ne? Die Verfärbungen, die sind noch da. Also ich hoffe wirklich, dass das irgendwann nachlässt. Ne? Nicht, dass mir das jetzt auf immer und ewig hier bleibt, weil obendrauf finde ich es gar nicht mal so störend. Aber ich trage halt nicht immer unten ein Kajal. Deshalb finde ich es dann, das macht dann so ein bisschen kranke Augen. Ne? Naja gut, vielleicht können wir das kaschieren mit der neuen Augencreme. Ja, also generell, was ihr habt es gesehen, es war jetzt nicht viel, was ich rausgedrückt hatte aus der Tube. Ich hole euch mal näher. Und ihr seht auch anhand meines Muttermales, das ist natürlich jetzt keine deckende Geschichte, sondern einfach so eine leichte Hautton anpassende BB-Cream. Mhm. Ja. Macht aber auf den ersten Eindruck ein ganz gutes Ergebnis, finde ich. Und ich finde es auch nicht zu dunkel. Klar, vielleicht dunkelt es noch ein bisschen nach, aber wir schauen mal. So, und jetzt würde ich als nächstes Produkt, ja, habe ich ganz neu entdeckt. Wann war ich denn im DM? Sonntag, gestern? Klar, am Samstag. Gestern war ich kurz im DM und dann sah ich da so einen Aufsteller, so einen extra Aufsteller von Nivea Produkten. Und da, das ist wohl ganz neu. Da gibt es auch eine Nachtcreme und eine Tagescreme. Und das ist jetzt die Cellular Perfect Skin Stranatön. Korrigierende Augenpflege. Korrigiert dunkle Augenringe. Mildert Falten und feine Linien um die Augen. Verleiht ein strahlendes Aussehen mit getönten Mikropigmenten und Lumizinol. Also da habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Dass, ne, also diese getönten Pigmente, wir gucken gleich mal. Lumizinol, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Es war auch ganz schön teuer. Ich guck mal, ich glaube, ich habe den Kassenbon noch. Dann kann ich euch hiervon auf jeden Fall den Preis einblenden. Ich glaube 10, 11, 12 Euro. Aber ihr wisst, ich teste gerne Augencremes und da gab es einen Tester. Dann habe ich mir den Tester genommen. Dachte ich mir, was ist das denn da unten für eine Spitze? Weil, fand ich super interessant. Und ja, so sieht die Tube aus. Ne? Ja, und hinten steht halt das Gleiche drauf. Soforteffekt, ein strahlender Blick. Die einzigartige Applikationstube ist besonders geeignet für gezieltes Auftragen im Augenbereich. Verteilen Sie die getönte Pflege täglich um die Augen und klopfen Sie sie dabei leicht ein. Also hier steht drauf, im Augenbereich. Also, ja gut, eine Augencreme trage ich mir ja persönlich auch immer so bis hoch unter die Augenbraue auf. Aber ich glaube, ich spezialisiere mich erstmal nur hier um die untere Partie. Und ihr seht, ich habe ein bisschen wenig geschlafen, das liegt aber an Raab. Ich habe gestern Schlag den Raab gesehen und das ging ja bis kurz vor zwei. Und ich bin wach geblieben. Ich bin so, ja, ich oute mich jetzt einfach mal. Ich gucke das unheimlich gerne. Und deshalb wenig geschlafen, weil ich musste auch schon wieder um 8 Uhr aufstehen. Naja, mal gucken, ob wir da hier diesen Schatten gleich wegkriegen. Jetzt zeige ich, jetzt habe ich hier die Kappe abgedreht und jetzt guckt mal, das sieht doch aus. Das ist hier unten so eine Plastiknöppel, den kann man so ein bisschen bewegen hier. So, da habe ich auch erstmal komisch geguckt. Und jetzt, nee, ich drücke jetzt mal ein bisschen und gucken wir mal, ob da Produkt, seht ihr, da kommt schon was. So, und jetzt gucke ich mal, ich hole euch mal ein bisschen ran, so. Ich drücke jetzt mal und mal gucken, ob was kommt. Oh ja, da kommt ein bisschen, seht ihr. Hier unten ist, denke ich mal, so ein kleines Loch und jetzt weiß ich nicht, okay, ich nehme jetzt erstmal ein bisschen weniger und ihr seht, die ist getönt, ne? Also da gibt es jetzt auch, glaube ich, nur diesen einen Farbton. Aber ihr seht vielleicht auch, das ist eine ziemlich helle Farbe, also ja. Ist von der Konsistenz her nicht zu flüssig, nicht zu dick, lässt sich gut mit dem Finger hier einklopfen, mit dem Ringfinger.
Ich denke mal, es kann natürlich sein, dass sie jetzt noch ein bisschen nachdunkelt. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen hier in diesem Bereich. So, aber diese Applikationsgeschichte finde ich ganz hier, finde ich ganz interessant. Ist mal was Neues, habe ich vorher noch nie gesehen. Jetzt versuche ich mal hier auf meine. Moment, ich habe hier so einen Pinsel von Real Techniques. Der heißt so. Moment, ja. Pointed Foundation Brush. So, und jetzt gebe ich mir noch mal ein bisschen hier hin, weil darum geht es mir eigentlich, um diesen dunklen Schatten. Weil der, ich benutze den sehr selten. Ich benutze den jetzt mal, weil der so schön flach ist und nicht so groß. Versuche ich mal diese Augencreme, diese getönte hier so ein bisschen in den Augeninnenwinkel hier vorne so ein bisschen zu verteilen. Und der Pinsel ist auch schön weich. Und vielleicht komme ich jetzt. Moment, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich gebe mir jetzt mal, versuche mir mal hier auf dieser Pinselspitze. So, ich habe mir mal hier, seht ihr, auf der Pinselspitze ein bisschen aufgegeben, Produkt, und versuche jetzt mal. Oh, hoffentlich geht das gut. Ich denke mal, die Geschichte sollte ich mir nicht ins Auge schmieren. Ich versuche mir damit jetzt meine Rötung mal ein bisschen ja, abzudecken. Von dem Wimpernserum, wie gesagt, ist das ja noch ein. Ja, ich benutze das ja jetzt seit. Ich glaube, kurz nach Weihnachten, nee, kurz vor Weihnachten ist die Flasche leer geworden. So. Ein bisschen, glaube ich, sind die roten Ränder weg, oder? Wir gucken gleich mal im Gegensatz, also wir gucken uns jetzt mal beide Augen gleich an. So. Es lässt sich aber gut in die Haut einarbeiten, finde ich hier. So, mit diesem Pinsel auch. Ich denke mal, der Pinsel, dadurch, dass er so schön spitz zuläuft vorne und flach ist, ja, macht das Auftragen einfacher. So, jetzt gucken wir mal. Tja, was soll ich sagen? Die Rötung scheint noch durch, aber hier ist sie, glaube ich, krasser, oder? Aber, Also, wenn ich jetzt hier in den Spiegel gucke. Vielleicht muss ich auch noch mehr benutzen, aber hier ist ja auch nicht so viel Produkt drin. Ich gebe mir jetzt noch mal ein bisschen hier auf den Pinsel und gebe mir hier noch hier vorne noch ein bisschen auf. So. Aber ich finde auch, die BB Cream hat bis jetzt noch gar nicht so krass nachgedunkelt. Das finde ich prima. Ja. Okay, aber das finde ich, das sollte jetzt erstmal reichen. Und die gebe ich mir jetzt auch nicht, wie eine normale Augencreme gebe ich mir jetzt nicht hier oben auf mein Augenlid noch. Die soll wirklich dazu jetzt dienen, hier ein bisschen die Schatten zu korrigieren. Aber ihr seht vielleicht, ich mache jetzt immer hier ein bisschen von der Tube, das geht ganz gut. Appliziere mir das auf den Pinsel. Ja, und jetzt sieht man auch, die ist ein bisschen heller wie die BB Cream. Ja, mach mal hier die Augen zu. Wenn ich hier im Augeninnenbereich arbeite. Ja, mal gucken. Also ich finde jetzt der erste Effekt, ich finde, man sieht doch noch meine dunklen Augenringe, oder? Dann noch mal ein bisschen nehmen. Ich meine, sie soll ja auch, da ist ja auch irgendwas drin gegen erste Fältchen und sowas, ne? Sie soll ja auch gut meinen Augenbereich hier mit Feuchtigkeit versorgen. Ich nehme jetzt doch noch mal den Finger. Ich weiß auch nicht. Ich denke immer, mit dem Pinsel kann ich nicht so schön Produkte einarbeiten. Aber vielleicht macht es auch einfach die Ungewohnheit, also weil ich es halt noch nicht oft gemacht habe. So. Aber was ich schon mal schön finde, ist, dass sich keine Würste auf meiner Haut gebildet haben. Also ich dachte erst na, mal gucken, ob der Primer sich mit der BB Cream und hier die Augencreme. Aber nee, das ist nicht so. Der Bereich fühlt sich noch ein bisschen klebrig an, aber gut, das ist ja auch eine Creme. Von der Konsistenz her, wie gesagt, sie fühlt sich auch sehr reichhaltig an und es brennt jetzt auch nichts, obwohl ich ziemlich nah hier an der Augenpartie gearbeitet habe. So, okay, soll reichen. Also ne, die Tube hier zum Applizieren finde ich hervorragend. Man kann halt punktuell direkt auf die Haut applizieren, aber auch mit Hilfe des Pinsels ging das ganz gut. So, okay, ja. Mal schauen, was der Langzeittest bringt hier, die Cellular Perfect Skin Augencreme. Wie gesagt, da gab es dann auch, glaube ich, noch eine normale Tagescreme, eine getönte Tagescreme und eine Nachtcreme. Aber ich habe genug andere Cremes, aber diese Augenpflege mit dieser Tube hier, mit dieser Applikationsspitze, fand ich halt sehr interessant und wollte ich gerne mal
ausprobieren. So, okay, also generell würde ich jetzt vom Gefühl her vielleicht noch einen Concealer oder so verwenden, aber ich lasse das jetzt mal einfach so. Und puder mal ab. Ja, ich puder jetzt erstmal ab, dass so ein bisschen das Fett aus dem Gesicht kommt. Mit dem MAC Prep and Prime. Das ist eins meiner liebsten farblosen Puder. Da habe ich auch schon die Pfanne erreicht. Ja, so nehme ich mir hier meinen Puderpinsel von Real Techniques. Aber so finde ich jetzt wirklich das Hautbild ganz schön. Also die BB Cream gefällt mir. So, dann tupfe ich mal hier gerade so in der T-Zone. Und gleich auch über meine Augen. Ja, aber generell finde ich jetzt, hat die BB Cream nicht, also ich glänze nicht ganz so krass, außer jetzt am Augenbereich. Die Creme ist natürlich irgendwie viel, viel fettender wie die BB Cream. Hat das so, also finde ich jetzt. So, jetzt pudere ich deshalb ganz gut mir meine Augen auch ab und meine Wimpern. Und ich glaube, das reicht schon. Ja, okay. Mal schauen. Okay, ihr Lieben, also, falls ihr jetzt auch eins der neuen Produkte schon kennt, vielleicht habt ihr die Augencreme ja auch schon von Nivea Cellular, dann lasst mich eure Erfahrungen bitte wissen. So, und jetzt würde ich, ja, wir widmen uns jetzt erstmal meinen Augen. Und zwar eine Eyeshadow Base. Schon lange nicht mehr benutzt, habe ich bestimmt schon 2 Jahre von MAC, ist das der Paint Pot Painterly. Ich hoffe, dass der noch funktioniert. Kennt ihr bestimmt. Es gibt ja auch andere Pötte noch davon. Ich habe den schon, also damals oft benutzt. Hier ist schon eine richtige Kuhle drin. Das ist so eine festere, deckendere Geschichte. So hauttonmäßig. Jetzt habe ich mir den eigentlich auf dem Fall. Seht ihr? Das ist halt, denke ich mal, ich habe jetzt zwar nicht ganz so krass blaue Äderchen oder rote Äderchen auf meinem Auge, aber ihr seht vielleicht, das ist schon, ja, gut, was Gutes auch zum Abdenken, zum Vorgrundieren. Und ich habe hiermit bisher auch immer gute Erfahrungen gemacht. Ich gebe mir das jetzt auch hier die Reste bis hier hoch unter meinen Augenbrauenbogen, weil da klatsche ich mir auch gleich was hin an Lidschatten. So, das reicht schon. Ist sehr ergiebig und ihr seht, ja, ist halt wie so ein, na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Das ist wie, ja, halt eine deckende Geschichte. Und hier ist auch kein pearliger Glanz. Ich benutze ja sonst sehr gerne im Moment die von Rival de Lubian, die Eyeshadow Base. Aber die glänzt, die schimmert, ne? Ich habe von Soeva auch eine neue Eyebase oder 2 neue. Da gibt es nämlich, bei Douglas habe ich das gesehen. Da kommt auch bald mal ein Video drüber, über meine neuen Soeva-Produkte. Da gibt es auch eine Eyebase jetzt, eine matte und eine pearlige. Die habe ich aber noch nicht getestet. So, und die trocknet auch schnell an. Also da habt ihr, also ich habe da immer dann so ein Gefühl, wie, ja, ich meine halt, dass das rucki-zucki quasi dann einsatzbereit ist, die Eyebase für die Lidschatten. So, ja. Also die Paintpötte sind natürlich nicht ganz günstig, aber ich finde sie bisher immer klasse. Ja, und jetzt würde ich sagen, ja, ich überlege, soll ich jetzt die Augen oder die Augenbrauen? Normal mache ich, wenn ich mich immer so schminke, jetzt ohne Kamera, mache ich erst die Augenbrauen, weil ich jetzt immer noch die Eyebase einwirken lasse. Okay, Moment, ich habe mir mal heute seit langem wieder von Essence dieses Eyebrow Kit gegriffen. Ich glaube, das gibt es noch, oder? Ja, das hat einen kleinen Pinsel mit dabei und halt ein dunkelbraun und so ein helleres beigebraun. Und ja, es kann natürlich sein, dass ich das damals nicht mehr benutzt habe, weil ich das nicht so passend für meine Augen finde. Vom Farbton her. Wo ist er denn? Ach, hier unten. Und zwar von Soeva aus diesem limitierten Set. Das ist hier dieser spezielle Eyebrow Liner. Das ist so ein abgeschrägter. Und ich probiere das jetzt. Also ich nehme jetzt mal den dunkleren hier auf. Vorsichtig. Oh Gott. Und ihr seht vielleicht, ich habe jetzt... meine Augenbrauhärchen sind ziemlich lang. Nicht ganz so dicht. Und
Ah, ich tue mich da immer schwer noch mit. Also Augenbrauen habe ich mir früher nie nachgemalt. Vielleicht hätte ich sie vorher mal bürsten sollen. Na gut, wir werden sehen. Ich weiß auch nie genau, soll ich bis hier vorne gehen? Also das ist Augenbrauen ist immer so ein kleines Abenteuer. Aber am Ende muss ich sagen, bin ich dann immer ein bisschen froh, auch dass ich es gemacht habe, weil es doch irgendwo, ja, das Auge sieht umrahmter einfach aus. Ein bisschen schöner, finde ich, ne? Kann man ja jetzt schon deutlich sehen. Ja, und eigentlich, also mit so einem Puder und mit diesem Pinsel, finde ich es eigentlich eine einigermaßen schnelle Sache. So, jetzt habe ich beide Augenbrauen fertig. Naja, mal gucken, wie es gleich aus der Ferne aussieht. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Idealste vom Farbton her für meine, aber es geht noch. Ich weiß nicht. Also am liebsten nehme ich ja meinen Bijou Eyebrow Definer, also meinen Augenbrauenpencil in Nummer 5. Aber ich muss ja auch mal diese Sachen hier verwenden. Jo, so und jetzt nehme ich mein Augenbrauengel. Da nehme ich auch ganz gerne das von Catrice. Dieses hier, das sieht jetzt auch nicht mehr so schön aus. Hat sich natürlich mit der Zeit verfärbt. Finde ich aber ganz gut. Ich mag diese Pinselborsten, weil die sind schön weich. So, dann gehe ich mal kurz drüber, kämme die nochmal so ein bisschen in Form. Einmal noch mit dem Finger nach, so. Ja, aber an sich finde ich das hier von Catrice ganz schön. Ich habe auch das von Essence. Das mag ich auch. Und ja. So. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, also wenn die eine Augenbraue nicht genauso aussieht wie die andere, das macht es ja gerade spannend und finde ich auch schön, dass es da Unterschiede gibt. Ne? Da bin ich dann auch nicht so ein Perfektionist, will ich auch gar nicht sein. Okay. Dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt der Make-up Revolution Palette. Ich habe noch keinen Plan, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Werde jetzt aber nicht den Applikator benutzen, der dabei ist. Ich glaube, ich nehme erstmal diesen zweithellsten Ton hier, diesen, ne, zum Grundieren. Den packe ich mir, glaube ich, einmal aufs ganze Augenlid. Dafür nehme ich mal einen sauberen Pinsel. Das ist auch aus dem Soeva Pinselset, der normale Pinsel halt, Eyeshadow Pinsel. Also die sind schon, ihr seht's, der passt genau hier rein von der Breite. Ne? Also schmaler hätten sie die auch nicht machen brauchen. Oh, ich sehe ja gar nichts. Moment, ich gehe noch mal rein. Ich glaube, ich war zu vorsichtig. Ja, jetzt sieht man ein bisschen, ne? So. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich mich mit Make-up Revolution Sachen schminke. Deshalb freue ich mich da auch so drauf. Gib mir das bis hier vorne hin und bis hoch zu meiner Augenhöhle, sage ich immer. Ja, aber macht einen ganz guten Job. Okay, mache ich das auf dem anderen Auge auch mal eben. So, jetzt habe ich hier diesen Hautton einfach mal zur Grundierung auf beide beweglichen Augenlider gegeben. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe, wie gesagt, mir keine Gedanken gemacht, aber das mache ich häufig. Ich überlege mir jetzt nichts einfach. Ich gucke vielleicht mal ab und zu, was hast du an, was könnte jetzt gut passen, ne? Aber, ja, was nehme ich jetzt? Ich glaube, ich benutze mal diesen schimmrigen Lila-Ton. Das ist dieser hier. Der hier, der ist dunkler. Den könnten wir gleich, seht ihr? Ja. Das mache ich. Ich nehme jetzt den. Moment, ich muss mal anders sitzen hier. Ich nehme den gleichen Pinsel, drehe den nur rum und gehe jetzt, wie gesagt, hier rein. Vorsichtig erstmal. Moment. Und setze mir den mal hier auf die Augenmitte. Wenn ich keinen Plan habe, dann fange ich meistens so an. So, und man sieht noch nicht ganz so viel, so ganz dezent, ne? Ich nehme mal noch ein bisschen von dem Lidschatten. Aber das finde ich auch schön, dass der jetzt nicht sofort, ne, knallt, sondern dass man den aufbauen kann. Und wenn ich es mal nicht so heftig haben möchte, dann brauche ich da auch nicht mehrfach drüber gehen. Ich trage mir den jetzt wirklich mal nur hier in die Mitte auf. So.
ein bisschen noch hier unten an Wimpernkranz. So, einfach mal auf die Lidmitte. Das mache ich am anderen Auge jetzt auch mal eben. So, ja, so sieht das jetzt aus. Haben wir also diesen mittleren lila Ton. Doch, der schimmert halt ein bisschen, ne? Klar, die Grundierung, der erste helle Ton war matt. Der hier schimmert ganz schön, aber er glitzert halt nicht. Das finde ich gerade schön, das Schöne. Und ich habe, glaube ich, auch noch keinen Vorlaut. Ja. Okay. So, was könnte ich jetzt machen? Ich glaube, jetzt nehme ich mir mal einen dünneren Pinsel. Und zwar, ich überlege, soll ich den etwas breiteren nehmen? Der ist von Smashbox. Oder soll ich von Barbara, nee, doch, der ist von Barbara Hofmann. Der ist etwas schmaler, seht ihr? Ich überlege. Ich glaube, ich nehme mal den schmalen und gehe mal in, ach, ich mag doch so Grüntöne. Ich gehe jetzt mal vorsichtig in das schimmrige Grün hier. Und setze mir den hier außen hin. Okay, ich war doch zu zaghaft. Die sind gut gepresst, die Dinger hier, also merke ich. Ich bin jetzt mal heftiger reingegangen, aber auch da ist gar nicht. Aber wie gesagt, das ist mir dann lieber, dass ich nicht gleich so mega viel Farbe am Pinsel habe. Dann kann man auch ein bisschen präziser vielleicht arbeiten oder erstmal gucken. So, ich verbinde mal hier die beiden so ein bisschen. Vielleicht ist auch dieser Pinsel hier von Barbara Hofmann jetzt ein bisschen zu weich, obwohl ist er eigentlich gar nicht. Moment. Ich nehme mal noch ein bisschen und könnte vielleicht auch ein bisschen mehr hier aufs Lid noch gehen, zum Lila hin. Und setze mir den jetzt auch mal hier in die Lidfalte rein, direkt hier. Also noch nicht oberhalb des Knochens, sondern unterhalb, hier. Und mal gucken. Ziehe mir den auch ein bisschen nach vorne. So, ein bisschen mehr aufs Lid. Wie nennt man das noch? Wir kreieren uns jetzt hier so ein V. Genau. Das äußere V. Puh. Ja, jetzt bin ich hier, ihr seht es, ein bisschen höher gegangen. Da bin ich immer am Überlegen, dadurch, dass meine Augen so tief sitzen, um natürlich mehr sehen zu wollen, müsste ich jetzt hier oberhalb des, also auf den Knochen malen, ne? Aber das finde ich manchmal so komisch bei mir. Ich kann es ja mal jetzt versuchen, ich gehe jetzt hier oben mal längst, dass ich halt, dass man vielleicht ein bisschen mehr sieht. Will ich ja auch nicht immer, dass man das so sieht, aber jetzt habe ich es gemacht, jetzt bleibt es so. Moment. Noch ein bisschen hier so. Ja. Okay, ist auch eine schöne Farbe, die sich gut aufbauen lässt. Dann mache ich das mal auch am anderen Auge eben. So, bis jetzt sieht es so aus. Jo, sieht man ganz gut, ne? Finde ich ganz schön, den Ton. Ja. Also die sind wirklich gut gepresst. Also auch, ich bin gerade auch ziemlich fest in diesen Ton hier gegangen, in den Grünton. Und der hat nicht gekrümelt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich habe auch, meine ich, immer noch keinen Fallout. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal her und verblende erstmal ein bisschen. Dazu habe ich hier von Sigma so einen Blenderpinsel aus Synthetikkärchen. Und jetzt gehe ich dazu in den hellsten hier, in den ersten Ton. Und mal gucken. Ja, den setze ich mir, ich fange dann immer an, hier oben unter die Augen. Doch, nicht in die Augenbraue, sondern da drüber, darunter. Erstmal. Und hier so an der Kante. Okay, man sieht aber schon, dass das so ein bisschen das Auge heller macht, also beziehungsweise, dass der Bereich heller ist. Dann setze ich mir das auch hier erstmal nur unter den Augenbrauenbogen. Und dann fange ich gleich an zu verblenden, weil der Pinsel wird sich bestimmt verfärben durch das schöne Grün. Ja, jetzt fangen wir mal hier an. Wollen wir mal gucken, wie sich die Make-up Revolution Lidschatten verblenden lassen. Ich hoffe, ihr kriegt alles gut mit, auch hier auf dem Lid und hier die Kante außen. Ja, ich glaube.
ich übe da auch jetzt nicht so viel Druck aus, weil ja, das ist halt, ne, man zieht ja das Augenlid und alles hin und her und ja, ist ja dann auch nicht so förderlich für die Haut am Auge. Deshalb versuche ich halt nicht mit so viel Druck ja, die am Auge zu arbeiten. Aber man sieht vielleicht schon, hier ist es viel scharfkantiger, hier wo ich noch nicht geblendet habe. Und hier ist das Ganze, also die lassen sich bisher, dieser Grünton lässt sich ganz gut verblenden. Doch. Ja, jetzt gehe ich auch mal hier an diese Seite. Scheint einen ganz guten Job zu machen. Auch der Pinsel, wie gesagt, der ist auch, er besteht zwar aus synthetischen Härchen, aber ich nehme den ganz gerne, weil der ist auch nicht ganz so breit. Also damit kann man dann auch hier in der Falte, in der Lidfalte hier schön reingehen. Dann blende ich das so ein bisschen nach oben hin. Hier noch die Kante. Ja, ich mache das immer nach Gefühl. Ihr müsst immer wissen, ich bin kein, ich habe nichts beruflich gelernt in der Hinsicht. Also bin kein Kosmetikartist oder sowas. Nein, ich mache das alles. Klar, ich gucke mir auch schon mal was bei anderen an den Videos und versuche dann was zu übernehmen. Aber ich mache das eigentlich für mich und probiere mich da einfach aus. Und ja, das ist doch gerade das Schöne, dass man sich ausprobieren kann, ne? So, ja, jetzt sieht das so aus und ich finde, es ist ein deutlicher Unterschied. Also Blenden ist wirklich, finde ich, sehr, sehr wichtig, ne? Also Blenden, weiß ich nicht, das ist schon, macht schon einen großen Unterschied. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Was mache ich jetzt? Das Lila, davon sieht man nicht mehr ganz so viel, ne? Jetzt könnte ich, ja, was könnten wir denn mal machen? Also ich nehme jetzt erstmal, wo ist er denn hier? Moment, so einen spitz zulaufenden. Der ist jetzt von MAC, die 219. Und damit kann ich immer ganz gut entweder noch mehr extra highlighten, hier unterm Augenbrauenbogen oder im Augeninnenwinkel. Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Nee, Moment. Doch, ich bin gerade unentschlossen. Ich gehe jetzt hier wieder in den hellsten. So, mit der Spitze. Gib mir den hier in den Augeninnenwinkel zum Highlighten. Ja, so. Ist jetzt kein deutlicher Unterschied, aber das will ich ja auch nicht. Es soll ja nur so ganz leicht aufgehellt werden, damit das Ganze wacher aussieht, das Auge, ne? So ein bisschen frischer sieht man dann doch aus. Das, also finde ich schon. So. Unterm Augenbrauenbogen habe ich ihn ja jetzt mir schon gesetzt. Ja, gut. Und jetzt nehme ich mir, glaube ich, mal diesen dunkellila Ton. Und dann brauche ich so einen abgeschrägten. Das ist von MAC auch einer. 266. Ne? Das ist hier so ein abgeschrägter. Damit habe ich früher auch immer den MAC Black Track. Den habe ich auch noch irgendwo. Diesen Creme-Eyeliner. Habe ich mir damit aufgetragen. Aber jetzt versuche ich mal hier in diesen dunkel-lila. Ja. Und versuche mir mal hier oben einen Eyeliner zu ziehen. Ich hoffe, man sieht überhaupt was. Ich glaube ja, ne? Doch. Und wenn nicht, wir können ja wieder schichten. Hier wird es wahrscheinlich eher schwieriger, weil hier ist das dunkle Grün. So. Ein Wing, also so ein Schwänzchen nach außen, mache ich mir nicht. Mache ich mir ja sehr, sehr selten, weil ich finde, da bin ich auch noch nicht so geübt drin und das finde ich, steht mir auch nicht so. Vielleicht bin ich dazu auch schon zu alt, aber ach, naja, ich finde, eine Altersgrenze gibt es nicht. Man sollte das machen, wozu man Lust hat. Und klar, es gibt immer Sachen, die stehen einem besser. Es gibt Sachen, die sollte man vielleicht nicht machen. Aber das sollte jeder für sich entscheiden. So, doch, man sieht den, oder? Ich habe jetzt gar nicht so viel genommen. Vielleicht setze ich mir hier noch ein bisschen hier vorne hin. Gehe noch mal so leicht hier drüber. Und hier der von MAC, die 266, hat auch ganz weiche Pinselhaare. Damit könnte ich dann gleich auch noch mal ein bisschen. Moment, jetzt gehen wir noch mal hier nach außen. Könnten hier ein bisschen breiter ziehen, die Linie.
Oder ich könnte es auch im Ganzen eigentlich ein bisschen breiter machen, weil ich finde, der ist zwar dunkel irgendwo, aber ich finde, er ist jetzt nicht so ein, ja, so knallig. Also er ist eigentlich noch natürlich lila, ne? So, also zumindest sieht man einen Unterschied, ne? Und ich finde, das sieht ganz gut aus, oder? Doch. Es wird ein sehr schimmriges Augen-Make-up, aber ich mag es. Und ich mache mal eben den lilanen hier an dem rechten Auge. So, jetzt habe ich hier das andere Auge auch noch schön mit dem lila Ton hier oben mit dem Eyeliner gezogen quasi. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, seht ihr das? Einmal, okay, das war zu nah. Hier habe ich jetzt doch ein bisschen Fallout von dem Schimmer, von dem Glitzer. Aber was ich nicht so schön finde, ist hier die Augencreme. Seht ihr das? Die hat sich hier abgesetzt. Obwohl ich abgepudert habe. Das sieht komisch aus, ne? Hier geht es. Vielleicht muss ich es auch noch besser einarbeiten. Vielleicht war ich nicht genau genug. Ich weiß es nicht. Jetzt seht ihr aber mein Augen-Make-up mal aus der Nähe. Und klar, so Lidschatten, die so schimmern wie diese jetzt, die ich mir aufgetragen habe, die betonen natürlich schon so Linien und Fältchen. Ne? Ist dann nicht so vorteilhaft, aber ich finde, es geht noch. Also ich mag es trotzdem und ich finde die Farbabgabe und das Arbeiten mit den Lidschatten fand ich bis jetzt sehr, sehr gut. Ich möchte mir jetzt hier unten, aber das hier sieht ja aus, seht ihr das? Hab ich gerade voll erschrocken. Das ist die Augencreme. Da muss ich mir, ja, vielleicht muss ich es auch mal andersrum ausprobieren, dass ich erst die Augencreme auftrage und dann die BB-Cream. Ich bin verwirrt. Aber gut, dafür sind diese Videos ja gut. Ihr könnt mir vielleicht auch helfen oder mir ja, Vorschläge machen. Aber das wollte ich euch nur mal eben zeigen, obwohl ich schon mit Pinsel und Fingern gut eingearbeitet habe. Ne? Naja, das ist nicht so schön. Okay, jetzt nehme ich mir noch eine andere Farbe und mache jetzt hier den Pinsel von MAC, hier diesen 266, mal eben sauber. So. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt mal... Ich finde diesen Farbton sehr schön, diesen zweitdunkelsten. Moment, ich zeige euch den mal nochmal auf dem Finger. Hier, das ist so ein schönes, mattes Brauntaupe. Und den möchte ich mir jetzt mal hier an den unteren Wimpernkranz so auftragen. Ah, das ist ärgerlich, dass diese Augencreme sich da so abgesetzt hat. Naja, es war jetzt der erste Versuch und ich denke, ich muss einfach noch andere Anwendungsmöglichkeiten ausprobieren, dass ich es, vielleicht war das mit dem Pinsel auch schlecht. Ah ja, ich weiß es nicht. Naja, zumindest decke ich jetzt hier gerade meine Rötungen ab mit diesem Lidschatten. Finde den Ton ganz schön. Bis hierhin. So. Doch. Finde ich ganz nett. Mache ich auch mal eben am anderen Auge. So, jetzt habe ich mir den hier auch aufgetragen. Ja, finde ich ganz nett. Okay, natürlich habe ich jetzt nicht alle Farben ausprobiert. Wisst ihr, was mich reizt? Eigentlich würde ich zu gern mal wissen, wie das Blau aussieht. Ich meine, dann, damit könnte ich natürlich... Ich meine, ich habe jetzt heute Abend nichts Großes mehr vor. Aber, also... Ich probiere es mal aus, ne? Einfach nur zu Anschauungszwecken. Nehme ich jetzt auch diesen Schaumstoffapplikator, der dabei war, und in der Palette und gehe jetzt mal in das Blau, in das Schimmrige und setze mir da mal punktuell hier vorne einfach über diesen lilafarbenen was. Okay. So. Gib mir das jetzt hier einfach mal. Ja, in die Mitte wieder. So. Das schimmert auch, ist auch ein schimmeriger. Ja, das ärgert mich echt hier. Das sieht ja aus, ne? Das sieht so aus, als würde die Haut sich da abpellen, wie so nach einem Sonnenbrand. Geht ja gar nicht. So. Also ihr seht, der ist sehr gut pigmentiert. Der scheint sogar noch durch... Dadurch, dass ich jetzt andere Farben drunter habe, trotzdem kommt der gut zur Geltung. Vielleicht auch, weil ich jetzt diesen Schaumstoffapplikator benutze. Das kann natürlich auch sein. Ja, schon krass. Aber irgendwie,
Ich hatte früher immer Angst vor Blautönen. Ich habe früher immer gedacht, blau ist überhaupt nichts, weil ich halt grün-braune Augen habe. Mehr grün wie braun, dachte ich. Also bei mir ist wirklich meine Lieblingsfarbe lila. Alles, was so lila, Beerenfarben ist, das passt halt gut zu meinen Augen. Blau habe ich immer geglaubt, nee, aber so, wenn man es jetzt nur punktuell aufträgt, so wie jetzt. Moment, ein bisschen können wir hier noch. So. Ja, okay, ich lasse das jetzt mal einfach so. Obwohl ein bisschen könnte ich hier vorne noch. Okay, also ich experimentiere immer gerne rum. Und ja, so sieht das jetzt aus. Jo, was soll ich sagen? Ich mag es. Auch mit dem Blau. Irgendwie kurios, oder? So, ich blende euch mal wieder raus. Und ja, ihr Lieben. Jetzt habe ich ja noch weitere Produkte, die ich gerne ausprobieren möchte. Moment, Pinselchen kommt raus. Also ich habe jetzt, wie gesagt, nicht alle Farben benutzt, aber jetzt schon mal einige. Und ihr habt gesehen, also von der Verarbeitung, vom Auftrag her bin ich sehr zufrieden. Ich glitzer zwar jetzt doch ein bisschen, aber das ist wirklich eben passiert, als ich den Eyeliner mit dem Lila oben gezogen habe. Da hätte ich vorher ausklopfen müssen. Das habe ich zwei, dreimal vergessen. Und meine Augenbrauen gefallen mir irgendwie nicht. Bisschen zu braun, aber okay. Ihr Lieben, was machen wir jetzt? Ja, die liebe Nathalie hatte mir dann noch dieses wunderschöne Blushing Heart, was glaube ich auch von Make-up Revolution ist. Triple Baked Blusher. Ja, ich glaube schon, ne? Also hier zumindest steht hier I Love Make-up und ich glaube, das gehört zu Make-up Revolution. Ja. Nathalie, du wirst das Video ja jetzt sehen. Wenn ich falsch liege, verbessere mich. Und ich finde das so, so schön. Schaut mal, ich habe es euch, glaube ich, in dem Weihnachtsgeschenke-Video gezeigt. 10 Gramm. Und ich weiß nicht, ob es da noch andere von gibt. So geschrieben. Ja. Und ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Es ist eigentlich viel zu schade. Schaut mal, das ist natürlich sehr, sehr schimmrig. Es hat drei verschiedene Farben. Hier so Rosenholz, Hellpink, Dunkelpink. Und Moment, ich gehe mal in alle Farben rein. Ja, das schimmert ordentlich. Damit, naja, aber was soll's? Komm, wir probieren das jetzt mal. Ich nehme jetzt von Real Techniques meinen Blush Brush und gehe jetzt mal, also der schimmert ordentlich. Gehe jetzt einfach mal hier überall durch. Der ist auch festgepresst, also ist so ein gebackener. So. Und jetzt, ich würde sagen, ich versuche es mal. Ich fange meistens immer hier hinten an, dass ich hier vorne nicht gleich so ein Fett, ja, die meiste Pigmentierung habe. Ziehe mir das auch immer gerne hier etwas hoch zur Schläfe rein. Ja, und dann verteile ich das, beziehungsweise versuche das so ein bisschen zu verblenden. Oh, schön. Ich dachte, ich würde jetzt mehr leuchten. Aber ihr seht vielleicht, es ergibt so, diese drei Farben ergeben so einen Rosenholz-Pinkton, würde ich sagen. So, jetzt nehme ich noch mal ein bisschen nach. Gefällt mir. Andere Seite. Ja, das ist schon alles ein Abenteuer, wo? Wenn man, ich sag mal, so wie heute, wenn ich weiß, ich habe jetzt eh nichts mehr vor, ne, dann, ja, aber wisst ihr was? Auch mit diesem ziemlich bunten Augen-Make-up würde ich durchaus heute, wenn die Läden, ja, es ist Sonntag, aber ich würde so einkaufen gehen. Ich würde auch so zur Korbprobe gehen. Ich würde, ja, warum nicht? Gut, zu einer Hochzeit oder so. Jetzt würde ich dann mich auch wieder abschminken. So. Aber ich finde, das lässt sich auch gut verteilen hier. Das Blushing Heart. Und ich glaube, das reicht auch schon, sonst overblushe ich mich. Ich hole euch mal ran. So. Und man sieht vielleicht, es schimmert so ein bisschen. Aber ich finde es noch okay. Also ich hätte es mir jetzt glitzeriger vorgestellt. Sehr, sehr schön. Also freue ich mich. Gefällt mir sehr gut. Ist ein frisches, helleres Pink. Aber ja, doch. Sehr, sehr schön. Ja, und jetzt würde ich sagen,
gehen wir nochmal an meine Augen ran. Nathalie hatte mir auch von Make-up Revolution die Black Brown Amazing Curl Mascara geschenkt. So geschrieben, und schaut mal, das Bürstchen sieht sehr interessant aus. Wie gesagt, das ist, hier steht drauf, For Amazing Curl Lashes. Ja, Black Brown. Also ist das wohl eine Mascara, die, ja, braun-schwarz ist oder schwarz-braun ist. Amazing Curl. So geschrieben, wenn man es lesen kann. Da unten steht Amazing Curl. Jetzt bin ich gespannt. Okay, das ist wie so eine Banane. Seht ihr das? So gebogen halt, ne? Und wenn man, vielleicht könnt ihr das sehen, die ist tatsächlich nicht ganz schwarz, die ist dunkelbraun. Ja, Moment. Kamera, da. Es ist schwer zu erkennen, aber es ist wirklich ein dunkleres Braun. Wo ist mein Lappen? So, oh, geht gar nicht mehr ab. Ja, ich probiere es jetzt mal. Erstmalig. Moment, vielleicht noch ein bisschen. Ah, das ärgert mich hier. Hier ist es nicht ganz so schlimm. Also nicht ganz so krass wie an dem. Also ich muss einfach, denke ich mal, das Ganze noch anders handeln. Ganz anders, ja, benutzen irgendwie diese Augencreme. So, jetzt versuche ich mir mal hiermit die ja, diese Spiralen, die sind so ein bisschen weiter auseinander, die Dinger. Aber ich glaube, durch dieses Gebogene kann man die Wimpern schön nach oben drücken. Ja. Ich versuche ja dann immer ein paar Sekunden, Moment, ich gehe noch mal rein. Ich versuche immer dagegen zu drücken, so ein bisschen, hier unten am Wurzelansatz. Ich weiß auch nicht, ich habe eine Wimpernzange, ne? Aber ich versuche das immer zu vermeiden, weil ich immer Angst habe, ich breche mir damit was ab oder ich klemme mir mein Lid ein. Wenn ich das wiederum bei anderen im Video sehe, denke ich mir, ach komm Nadine, trau dich doch mal. Also ich finde, das Produkt hier ist ziemlich zäh. Also es ist gar nicht so flüssig, die Mascara. Da kenne ich andere Mascaras, die sind einfach von der Konsistenz flüssiger. Und ob man jetzt einen Unterschied erkennt, dass das dunkelbraun ist statt schwarz, naja. Aber ich tusche mal weiter. Ich versuche jetzt mal hier, oh, Moment. Vorsichtig in den Innenwinkel hier noch ein bisschen die kleinen, die kürzeren Härchen zu erwischen. So. Ja. Noch sind meine Wimpern etwas, also haben nicht so unbedingt an Länge verloren. Das Wimpernserum scheint noch etwas zu wirken. Ich habe jetzt auch keinen dermaßen Wimpernausfall. Ich hatte schon Angst bekommen, weil einige mir jetzt unter mein M2 Lashes Infovideo geschrieben hatten. So, jetzt tusch mal eben unten. Die hatten mir geschrieben, dass denen irgendwie plötzlich, irgendwie nach ein paar Tagen oder so, alle Wimpern, also viele Wimpern ausgefallen sind. Ich hoffe nicht, dass das bei mir noch passiert. Hier unten seht ihr, glaube ich, jetzt, das sieht man halt ganz klar, dass das wirklich keine schwarze ist, sondern so eine dunkelbraune. Ach Leute, jetzt guckt doch mal. Ja, davon lassen wir uns jetzt auch nicht ablenken. Okay, man muss ein bisschen aufpassen durch diese, ich weiß auch nicht, die ist ein bisschen schwierig ist es damit. Aber gut, es ist das erste Mal und wenn ich es irgendwann raus habe, dann passiert das hier auch vielleicht nicht mehr so oft. Ja, durch dieses Gebogene, ich glaube, ich muss die so rumhalten, um an die Härchen hier vorne dran zu kommen. Ja, man sieht es schon, ne? Also finde ich jetzt, also manchmal finde ich das ganz schön. Ich mag es eigentlich, wenn meine Wimpern schön dicht, schön schwarz sind. Aber man sieht es auch, ne? Also ich habe jetzt auch nur eine Schicht erstmal genommen, vielleicht gebe ich gleich nochmal eine drüber. Jetzt würde ich sagen, nehme ich mal meinen mein Alverde Make-up Correcting Pen hier. Obwohl, naja gut, das ist so ein fetter Klecks, ne? Damit verteile ich den bestimmt nur. Naja, es geht. Ich muss mal eben hier die Spitze säubern. Aber es geht. Also ihr seht, für sowas ist der Make-up Correcting Pen ganz gut. Natürlich kann man auch ein Wattestäbchen nehmen. Okay. Ich tusche mal eben das andere Auge und dann gucken wir mal, ob wir noch eine Schicht nachlegen müssen. Aber sie verklebt die Wimpern nicht. Das finde ich schon mal schön. Also sie macht, trennt sie sehr schön. Ist mein erster Eindruck. Bis gleich.
So, das andere Auge ist auch getuscht und klar, ich habe jetzt auch ein weitestgehend dunkles Augen-Make-up. Deshalb, ich denke mal, wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur neutrale helle Töne auf dem Augenlid hätte, würde jetzt der Farbton vielleicht mehr auffallen. Jetzt wird es schwierig. Aber ihr seht, sie trennt ganz schön, verklebt jetzt nicht unbedingt die Wimpern. Wie das jetzt aussieht, ich kann mal einfach spaßeshalber jetzt hier nochmal eine zweite Schicht nachtuschen. Aber die Konsistenz ist eher dickflüssig und ich habe so das Gefühl, gerade im unteren Wimpernbereich, dass da nur, man muss ein bisschen härter dagegen drücken, damit überhaupt Produkt an die Wimpern abgegeben wird. So, nochmal ein bisschen nach oben drücken. Aber an sich finde ich, ja, so, finde ich das ganz schön. Ist mal was anderes, ne? Es ist halt nicht tief schwarz, es ist halt vielleicht was für einen nudigen Alltagslook, ne? Dann hat man halt nicht so ganz dunkle Wimpern, sondern so ein bisschen mit, ja, eher so braun-schwarz. Ich finde das so cool mit dem blauen Lidschatten. Irgendwie gefällt mir das. Und das Blush auch. Ja, ihr Lieben. Gut, habe ich das auch benutzt. Also Nathalie, ich werde damit weiter üben. Ich finde es nicht schlecht, weil sie, das, was ich nämlich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn eine Mascara die Wimpern wie Fliegenbeine zusammenmatscht. Nee, da kriege ich die, das mag ich nicht. Mm-mm. So, also, Make-up Revolution Palette ist top. Gefällt mir sehr gut. Mascara auch. Und jetzt habe ich noch den Lippenstift. Weiß ich gar nicht, ob ich den aufgetragen hatte in dem Video damals. Ich glaube nicht. Ich glaube, nee, habe ich euch auch gar nicht gezeigt. Also Nathalie hatte mir zwei geschenkt und zu Weihnachten. Und einer davon ist dieser hier, der Smart Lipstick, die Nummer 918. Und ja, das ist eine Farbe, die hatte ich schon ein, zweimal auf den Lippen, weil ich es eigentlich sehr schön finde. Das ist so ein helleres Rosenholz Nude. Und ich liebe eigentlich jeden Kiko-Lippenstift, den ich bisher besitze. So, und vielleicht sollte ich jetzt nicht so viel reden. Die riechen einfach wunderbar nach Vanille. Also, ich mag die sehr. Und weil es halt jetzt eine eher, ihr seht es ja schon, dezente Farbe ist, brauche ich jetzt auch keinen Lippenpencil oder sowas, ne? Klar, die halten jetzt nicht stundenlang auf den Lippen, aber müssen sie auch nicht. Sehr, sehr angenehmes Tragegefühl. Und ich finde, das ist ein Lippenstift, der passt zu vielen, vielen Looks. Und der knallt jetzt nicht so, weil meine Augen knallen ja schon. Ja, was ich jetzt nicht benutzt habe, das könnten wir noch ausprobieren, ist von Rival de Loup Young hat Nathalie mir auch noch den aus der Queen of the Night LE diesen Highlighter Pencil geschenkt. Und zwar haben wir hier so ein Nude. Ich glaube, das schimmert ein bisschen, oder? Ja. Moment. So. Sehr schön cremig. Jetzt habe ich die Kamera angemalt. Naja. Okay, sehr schön glänzend und cremig. Kann ich mir vorstellen, dass ich mir den vielleicht gleich nochmal für euch hier unterm Augenbrauenbogen mache. Ich muss mal eben meine Kamera putzen. Ich habe gerade meine Kamera gehighlightet. Auch schön. Ja, und hier auf der anderen Seite haben wir so ein Champagner-Weiß. Ich glaube, der schimmert auch. Ja, auch wunderbar cremig. Ja, welchen nehme ich denn jetzt? Welchen nehme ich? Komm, ich nehme, glaube ich, ich nehme jetzt mal den hellen hier. So. Ich mache jetzt mal einfach hier. Oh, meine Tür knatscht. Es ist bei uns immer noch sehr, sehr windig. Ja, und ihr seht, das ist ein sehr schöner heller Ton, der so ein bisschen schimmert. Und weil es so eine cremige Konsistenz ist, ich schmiere mir das immer gerne in die Augenbrauen, statt darunter. Ja, da das eine cremige Konsistenz ist, mache ich das immer gerne, dass ich mit den Fingern das nochmal so leicht verblende. So. Ja, ich mache jetzt Folgendes für euch. Die andere, diese Rosenholzfarbe, setze ich mir jetzt einfach mal hier drunter. Damit habe ich gerade meine Kamera gehighlightet. Naja, zum Glück ist es nicht auf die Linse, sondern nur daneben.
Aber der ist sehr schön cremig und lässt sich mit den Fingern, wie ich finde, schön verblenden. So, ein bisschen hier noch am höchsten Punkt schön was hin. Ja, so ein krass ist der Unterschied gar nicht. Klar, das hier ist nicht ganz so hell, ne? Aber dieser helle hier, der, oh ja, seht ihr das? Schön, gefällt mir. Very hübsch. Auch der Lippenstift. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein Schminki, überwiegend mit vielen neuen Produkten. Und ich bin begeistert. Das heißt begeistert, ich finde wirklich die BB-Cream hier von The Body Shop, die All-in-One, passt perfekt zu mir. Also ich sehe jetzt keine Ränder, hat auch nicht nachgedunkelt. Super. Ja, hiermit muss ich jetzt noch ein bisschen üben, ne? Mit der Nivea Cellular Perfect Skin, weil das hat sich leider, also besonders hier in diese Linien, in meine Linien hier reingesetzt, so abgesetzt. Und das ist natürlich sehr, sehr unschön. Aber gut, es war das erste Mal, dass ich die verwendet habe. Vielleicht muss ich einfach mit dem Finger noch besser einarbeiten oder mal andersrum das probieren, wie ich eben schon erwähnt hatte, dass ich erst die Augencreme und dann die BB-Creme wäre. Ich teste das noch ein bisschen für euch. Ja, ich bleibe am Ball. Jo, ihr Lieben. Wie gesagt, wenn ich jetzt noch einkaufen müsste, würde ich auch so jetzt einkaufen fahren. Hätte ich keine Probleme mit. Und jetzt habe ich es irgendwie im Rücken, ich weiß auch nicht. Habe mich vielleicht doch beim Tischtennis spielen heute ein wenig verausgabt. Ja. Aber auch das Blush. Ich finde das Blush hier so, so schön. Ich dachte jetzt wirklich, jetzt sehe ich aus wie eine Disco-Kugel, aber es geht noch, ne? Okay. Wenn ich es noch schaffe, dann kommen jetzt im Anschluss vielleicht noch ein paar Tragefotos, dass ich euch vielleicht hier meine Lippen mit dem Lippenstift, wenn euch das interessiert, nochmal einblende. Dann kommen jetzt im Anschluss noch ein paar Fotos. Ja, und ich hoffe erstmal vielen, vielen lieben Dank nochmal an dich, Nathalie. Nathalie, dass du mir diese wunderschönen Sachen zu Weihnachten geschenkt hast. Ich freue mich schon drauf, wenn ich das wieder benutzen kann. Ja, und in diesem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Einschalten. Freue mich auf eure Kommentare und Bewertungen natürlich und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei sein werdet, solltet, könntet. Ja, wie ihr wollt. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.